Die AWG Rechtsbereinigungsnovelle ist am 01.08.2019 in Kraft getreten und hat im AWG Anlagenrecht ganz grundlegende Neuerungen für abfallrechtliche Anlagenbetreiber gebracht, die, glaube ich, für die Praxis auch durchaus brauchbar sind. Und die 5 wichtigsten Punkte dieser Novelle erzähle ich euch heute. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und der erste wichtige Punkt dieser Novelle ist der Anzeigetatbestand für emissionsneutrale Änderungen. Schon bisher konnten wir emissionsneutrale Änderungen bloß anzeigen. Das Anzeigeverfahren ist ja ein bisschen schneller, weil die Nachbarn hier keine Parteistellung haben und weil sozusagen die Fristen auch ein bisschen kürzer sind. Und das Novum ist jetzt, dass das bloße Einbringen der Anzeige bei der Behörde genügt, um das Projekt dann auch schon umzusetzen. Das heißt, ich muss nicht mehr den behördlichen Bescheid abwarten. Das Einzige, was ich leisten muss, ist, dass ich der Behörde erkläre, warum ich denn glaube, dass meine Anlagenänderung emissionsneutral ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt betrifft Lager für Abfälle. Diese Lager sind vom Abfallrecht ausgenommen, sofern sie der gewerberechtlichen Genehmigungspflicht unterliegen. Und das Gesetz definiert jetzt auf Wunsch der Länder, was denn auf so einem Lager alles passieren darf, ohne dass es gleichzeitig den Nimbus eines Lagers verliert und dann zu einer genehmigungspflichtigen Abfallbehandlungsanlage wird. Ich darf so auf so einem Lager Störstoffe aussortieren, ich darf auf so einem Lager Abfallchargen zusammenstellen, ich darf die Abfälle auch zerkleinern oder verdichten, sofern es für spätere Transportzwecke dient. Und trotzdem ist es dann noch ein Lager, das als gewerberechtliches Lager vom AWG-Regime ausgenommen ist. Der dritte Punkt, klassisches Abfallrecht, es geht um das Abfallverzeichnis. Dieses ist sehr, sehr umfassend, sehr detailverliebt in Österreich, umfasst 1679 Abfallarten und das macht das Leben in der Praxis schwierig, weil ja die Anlagengenehmigungen punktgenau auf diese einzelnen Abfallarten erteilt werden müssen. Und das Gesetz sagt jetzt, wir wollen diese Abfallarten in Abfallartenpools zusammenfassen, also clustern inhaltlich, sodass dann die Anlagengenehmigungen viel einfacher für diese einzelnen Abfallartenpools erteilt werden können. Der vierte Punkt, ein scheinbar einfacher Punkt, es geht um das nachträgliche Ändern von Auflagen. Wenn der Anlagenbetreiber jetzt feststellt, die Auflagen in meinem Bescheid passen eigentlich nicht mehr, man sollte sie abändern oder sie könnten auch zur Gänze entfallen, dann kann er jetzt einen Antrag bei der Behörde stellen und die Behörde hat dem auch zu entsprechen, sofern natürlich die Schutzgüter des Gesetzes gewahrt sind. Der fünfte Punkt, § 78 Absatz 23, den gab es schon mal. Das ist die Generalamnestie für alle Anlagenbetreiber, die versehentlich keine AWG-Genehmigung erwirkt haben, sondern eine Genehmigung zum Beispiel nach der Gewerbeordnung. Und die können im Wesentlichen strafbefreit jetzt von diesem falschen Genehmigungsregime ins AWG-Regime hinüberwechseln. Dieses Window of Opportunity ist zeitlich begrenzt. Es geht nämlich nur bis zum 31.12.2021. Das waren schon aus meiner Sicht die 5 wichtigsten Punkte. Für die Wirtschaft, glaube ich, durchaus tauglich. Bei dem einen oder anderen Detail werden wir möglicherweise in einer der nächsten Novellen noch ein bisschen nachjustieren.